in München gerne und freue mich, dass ich junge Leute finde, die auch hier in München für ihre Rechte auf die Straße gehen. Ich selber habe im Jahre 2002 das Bundesverfassungsgericht letztmalig angerufen, um den Wirkstoff Cannabis zu legalisieren. Das Bundesverfassungsgericht hat es damals nicht gemacht. Ich bin hier, um auch zu zeigen, dass es Leute gibt mit weißem Hemd, mit Jackett, die sehr wohl für eine Legalisierung stehen. Dass es Menschen gibt in allen Schichten dieser Gesellschaft, die sich allerdings bisweilen nicht trauen, auf Legalisierungsdemonstrationen herumzulaufen. Ich bin auch hier, um zu sagen, dass ich nicht der einzige deutsche Richter bin, der für die Legalisierung steht. Es gibt eine neue Richtervereinigung, die hat unter anderem eine Petition von 120 Strafrechtsprofessoren mit unterzeichnet. Ich aus meinem persönlichen Umfeld weiß, dass auch viele Polizeibeamte keine Lust mehr haben, Cannabiskonsumenten zu verfolgen, dass auch sie wissen, dass ein Kampf gegen Gewalt auf der Straße sinnvoller ist, als ein Kampf gegen Menschen, die eine andere Droge nehmen wollen, außer die auf dem Oktoberfest, nämlich Alkohol. Ich gönne allen Leuten hier auf dem Oktoberfest ihre Party. Ich möchte auch nicht Alkohol kriminalisieren. Sie sollen trinken, feiern, wie sie wollen. Andere dagegen werden in unserem Land seit über 50 Jahren kriminalisiert, weil sie eben eine andere Droge lieben. Und damit muss endlich Schluss sein. Ich sehe und ich mache euch auch Hoffnung. Im Moment sind die Zeiten politisch, und es geht nur politisch, glaube ich, sehr, sehr gut. Grüne, Linke, Piraten, Teile der Sozialdemokratie haben begriffen, dass der bisherige Weg falsch ist. Erste Stimmen in der CDU erklären, dass man einen anderen Weg geht. Mittlerweile weiß man, wie wichtig Cannabis als Medizin ist, sodass auch kranke Menschen in dieser Gesellschaft darüber nachdenken, was denn passiert, wenn sie selber mal krank sind. Alles das sind positive Geschichten, die sich gerade abspielen. Und wenn ihr heute hier nur eine kleine Demonstration seid, seid gleichwohl stolz auf euch, dass ihr hier rumgelaufen seid. Denn ihr werdet mehr werden. Da bin ich mir absolut sicher. Das Beispiel Berlin zeigt das. Und wenn auch viele Leute aus dem Mittelstand, wie ich und andere, auch aus der Wirtschaft, endlich hingehen und sagen, dass dieses Gesetz auch kostenmäßig sich nicht lohnt, dass Geld in die Kassen kommt, wenn wir eine andere Drogenpolitik haben und dass viele Menschen nicht zu Unrecht kriminalisiert werden dürfen, dann werden wir diesen Weg, und so meine positive Hoffnung, in einigen Jahren positiv beenden, und zwar für nicht nur die Cannabiskonsumenten, sondern für alle in der Gesellschaft. Das war's, was ich hier kurz zu sagen hatte. Herzlichen Dank, Herr Wittenberger.